Mickey Bell N. Ich dachte, warum steht Mickey auf meiner Seite? Gestern, vorgestern so, ne? Warum steht er auf meiner Seite? Aus welchem Grund? Vorgestern, Leute, Arafat fährt Auto. Warte, ich erklär's euch, wie die Sache passiert ist und so. Warte. Fährt Auto. Oh. Angehalten. Tack. Hat Mickey gesehen. Mickey und Arafat streiten sich mitten in Straße, Leute. Die werden lauter. Der Neffe von Arafat ist gekommen. Leute, ich schwöre auf alles, was ich besitze. Ich lüge nicht, Leute. Wenn ich lüge, soll ich morgen nicht wach werden. Der Neffe von Arafat ist gekommen, ohne Namen zu erwähnen. Ist gekommen, hat gesehen, wie Mickey Arafat anschreit und Arafat schreit Mickey an. Beide werden laut, ne? Ihr wisst schon, wie Araber so diese Stimme haben, die richtig laut sind, ne? Die schreien sich an. Der Neffe von Arafat hat Mickey eine gegeben. Der Mickey ist runtergefallen. Und deswegen, Leute, jetzt wird eine Bombe platzen, Leute. Was ihr gar nicht, ihr werdet nicht klarkommen, Leute, was eine Bombe platzen wird. Deswegen steht er auf meiner Seite. Ich sagte, was ein Ehrenmann hat, er steht hinter mir. Aber er steht gar nicht hinter mir, Leute. Er hat einfach eine Bombe bekommen, Leute. Ich schwör's euch auf alles. Stimmt nicht. Warst du dabei? Hast du die Kerze gehalten? Das nicht. Ich. Und Chito und die ein bisschen Männlichkeit haben, wissen schon, was das bedeutet, wenn man auf okay? Das stimmt, ja. Das stimmt. Leute, ich rede aus richtigen Quellen, ja. Ich finde, wisst ihr, was ich traurig finde? Machen sich zu Männern, wir sind dies, wir sind das. Einer, der mir gibt, werde ich bei dem das machen. Junge, Ibo hat von Synergy bekommen. Und der andere bekommt von Neffe von, Junge, wo bleibt die Männlichkeit, Alter, ja? Wo bleibt die Männlichkeit, Alter? Wallah, mach mal was. Versteht ihr, was ich meine?